Sue. Hoppala. Das war jetzt die falsche Taste. So. Dann sind wir doch mal gespannt. Und los geht's. Also One Piece Pirate Warriors 4 ist ein Spiel, wenn ihr es vielleicht kennt, so ähnlich wie Dynasty Warriors. Im Grunde schnetzelt ihr euch nur die ganze Zeit durch irgendwelche Armeen. Ich glaube nicht, dass das Spiel wirklich sonderlich schwierig sein wird, aber wir werden sicherlich trotzdem ein spannendes Abenteuer erleben. Hauptsache, ich töte mehr Leute als Kid. Und ihr seht es einfach schon, eine riesen Massenschnetzelei. Unglaublich. Wir sind jetzt so gefühlt 5 Sekunden Endgame, haben schon 100 Bestienpiraten erledigt. Hey, da sind doch noch welche. Kann man nicht einfach abhauen. Du auch, du auch und du auch. Respekt, Chille. So. Wo rennt denn der hin? Irgendwie sieht der Kid komisch aus. Luftaktion. Drücke A für einen Sprung. Außerdem kannst du einen Schleuderangriff ausführen, wenn du A während einer Combo drückst. Wie zum Beispiel XA, XYA etc. Spannend. Drücke X oder Y nach einem Sprung oder einem Schleuderangriff, um Luftangriffe auszuführen. Du kannst X und Y nutzen, um verschiedene Kombos auszuführen. Wie bei den Bodenangriffen hängt die maximale Anzahl Kombos vom Charakter ab und die Anzahl der Kombos erhöht sich mit dem Level. Okay. Wir können jetzt springen, oder was? Ja, geil. Baby, baby. Ups. Das war nicht beabsichtigt. Ihr seht auch schon, dadurch, dass es halt so ein riesen Massenschlacht ist, um ein bisschen CPU zu sparen und so, haben halt die Entwickler die Charaktere alle gleich designt. Also es gibt so 2-3 verschiedene Models, aber das war es dann halt auch schon. Aber soll uns nicht weiter stören, weil lange auf dem Schlachtfeld werden sie eh nicht sein. Und da leuchtet irgendwas grün. Irgendwas leuchtet grün. Irgendwas leuchtet grün. Wow, Leben. Gut, hätte ich mir vielleicht auch denken können. Was willst du, hä? Was willst du, hä? Bim. Respektschelle, hä? Da. Zerstörung und kräftige Angriffe. Einige Gebäude und Objekte können durch Angriffe zerstört werden. Die Vernichtung verursacht Schaden an allen Feinden, die in ihnen gefangen sind. Gegenstände können aus zerstörten Objekten erscheinen. Zerstöre die Barriere und mache einen Weg frei. Boah, spawnen da unendlich Gegner aus. Wo ist denn das Ding, was ich zerstören muss? Hab ich, glaube ich, schon. Ha. Starker Sprint. Drücke B, um einen starken Sprint auszuführen, mit dem du Gegner zurückschlagen kannst, während du dich bewegst. Halte B gedrückt, um die Sprintdistanz zu erhöhen. Der starke Sprint kann in vielen Situationen genutzt werden für Bewegungen, Ausweichen, Angriffe etc. Der starke Sprint verbraucht Ausdauer, die Ausdauer regeneriert sich nach und nach, wenn man nicht angreift. Okay, okay. Wo? Verpasse Samurai-Anführer und Co. eine Abreibung. Wird gemacht, wenn ich den Weg finde. Tschüss.
So, ich bin wie Zorro. Ich habe mich einfach verlaufen. Ach, da runter. Oh. So, wer von euch ist der Samurai-Anführer? Keiner. Ihr kommt nicht weg. Ja, ich mach ja schon. Dräng nicht so. Hey, der Witzka. Kampf gegen mächtige Gegner. Starke Gegner haben eine Schildanzeige. Die Schildanzeige kann mit Angriffen reduziert werden. Ist sie leer, ist der Gegner für kurze Zeit betäubt. Betäubte Gegner sind ungeschützt, wodurch du Kombos landen kannst. Oh, ich kann anvisieren mit rechter Trigger. Nein, das habe ich nicht so schnell gelesen, aber ich hatte ja gestern schon meinen Livestream gestartet. Nur der ist aufgrund technischer Probleme leider irgendwie komisch gewesen. Deswegen habe ich schon ein Stück weit gespielt, aber noch nicht allzu sehr. Ich hoffe ja, dass heute irgendwie technisch alles gut läuft, das Bild sauber ist und auch vom Ton her, von der Abmischung her alles passt. Mikrofonsound, Ingame-Sound. Wenn was ist, wenn ich was lauter oder leiser schalten soll, sagt mir einfach Bescheid. Du bist ein Anführer, hä? Da. Also die Attacken sehen halt wie gewohnt echt mächtig aus. Muss man einfach so sagen. Du auch. Und bei dem habe ich es ein bisschen übertrieben. Okay, das Fass verschwindet einfach. Oh no! Big Mom. Boah, geil. Spezialangriffe. Halte rechte Button und drücke entweder X, Y, B oder A, um Spezialangriffe auszuführen. Um einen Spezialangriff zu verwenden, muss die Spezialangriffsleiste voll sein. Die Spezialangriffsleiste füllt sich, während du angreifst und durch Gegner Schaden erleidest. Die benötigte Füllmenge hängt vom Spezialangriff ab. Wenn du einfache Spezialangriffsausführung auf An in den Optionen schaltest, ist es dir möglich. Blablabla. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. So, rechter Button ist das hier. Dann schauen wir mal, was er macht. Läuft. So. Bam. Okay, ich kann die Tür wohl doch nicht überschreiben. Deswegen stand auf dem Fast Danger. Elephant Gun. Geil. ...1500 Gegner in der Zeit schon besiegt. Und wir sind im Stream seit 12 Minuten. Läuft. Gute Kurde. Noch 100 mehr. Das kriegen wir auch noch hin. Oh, das ist wieder so ein Anführer. Das sieht irgendwie aus wie Kinemon im Anzug von Fujitora. Bam, weg mit dir. Hubschrapp. Na. Und? Was hat er noch so drauf? Ach, das haben wir ja schon gesehen. Und das hier ist ja der... Das ist aber die beste Attacke. Die habe ich aber noch nie im Anime oder im Manga gesehen. So, jetzt kann ich die Barriere zerstören.
Gott. Oh. Ich glaube, schauen wir mal, ob das jetzt interessanter wird. Kampf gegen riesige Bosse. Die Schildanzeigen riesiger Gegner können nur reduziert werden, wenn sie gerade zum Angriff ausholen. Wenn sie ihren Angriff beginnen, benutze starker Sprint, um auszuweichen und aus ihrem toten Winkel heraus anzugreifen. Wenn die Schildanzeige geleert wird, wird das Schildsymbol um 1 reduziert und der Charakter erleidet den Zustand Schildbruch. In diesem Zustand wird der Charakter durch Angriff unterbrochen und er erleidet mehr Schaden als sonst. Zusätzlich geht ein Charakter durch das Entfernen aller Schildsymbole zum Boden. Blablabla. Juhu, guck mal. Na, die Größenverhältnisse passen ja schon mal. Wow. Attacke! Oh, ich hab grad gedacht, was passiert jetzt? Volle Kraftburst. Einige Spezialangriffe versetzen deinen Charakter in einen stärkeren Zustand. Den Volle Kraftburst. Die Spezialangriffsleiste leert sich, solange Volle Kraftburst aktiv ist. Er endet, wenn die Leiste leer ist oder durch Drücken von demselben Knopf, mit dem er aktiviert wurde. Und mit welchem Knopf habe ich den aktiviert? Wow, 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 wow. Weg hier. Und jetzt gibt's auf die Fresse, Big Mom. So, Mobo. Aua. Ich glaube, wenn es so rot leuchtet, ist es wohl die Haki-Anzeige im Spiel. Und ich drehe mich, drehe mich, drehe mich einmal um Big Mom herum. Ob sie wirklich viel Schaden macht, die Alte auch nicht. Oh oh. Oh oh. Yay. Okay, er ist der eine, dann der andere. Na, dann schauen wir mal, ob du mehr drauf hast. Wo bist du hin? So, erstmal eine Fettwanzattacke. Badum. Hup, schrapp, schrapp, schrapp. Oh. Okay. Bin ja noch Snake Man. Wo ist denn der? Alter, ich finde voll die Sicht von dem. Das hat jetzt nicht so ganz getroffen. Aua. Wieder Haki. Was für Hoffnung verloren. Wow. Eigentlich habe ich ja den Zeitpunkt für meinen Stream eigentlich unglücklich gewählt. Um 17 Uhr kommt nämlich meine neue One Piece Theorie. Heute geht es dabei hier mal als offizieller Leak, wenn ihr schon da.俺の下につく気がねえならもういい。
Der ist angepisst. Und tschüss. Ja gut, das war's mit One Piece Pirate Warriors 4, würde ich sagen. Wano Kuni wurde uns soeben gespoilert, wie der Arc ausgeht. Wir werden einfach nur weggeschossen. グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。 Shanks! お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。 俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。おお、晴れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。 10年後。いやー、今日は船で日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。Ich werde der König der Piraten. Ja, ja. Der Spielmodus Schatzlookbuch kann jetzt gespielt werden. Okay. Was auch immer.